Ich bin Tanik Pütz, ich bin Titulär von den Kuren Danse Contemporaine und Danse Expression hier am Conservatoire du Nord. Voilà, heute holen wir mit an den Kuren Danse Expression. Am Kurs Danse Expression geht es darum, dass Kanner einen vielseitigen Bewegungsspruch lehren, entdecken und auch selber entwickeln. Es geht darum, dass sie Lust kriegen, Bewegung auszuprobieren. Oder ihrer Fantasie über Bewegung in eine Form zu gehen. Auf Form von einem Tanz, auf Form von Bewegungen, auf Form von Ausdruck, der dem Hirn entspricht. Also das ist wirklich eine Form von Tanz, die ganz offen ist. Und gleichzeitig schaffen wir mit verschiedenen Prinzipien. Alle Stunden haben ein eigenes Thema. Ein Thema, was wir zum Beispiel das Jahr behandelt haben, ist, dass wir geguckt haben, was für eine Bewegung können wir machen, wenn wir am Raum oben am Raum bewegen, also am Niveau vom Kopf. Der anderen Seite haben wir auch geguckt, was für eine Bewegung haben wir, wenn wir nur beim Boden bewegen. Was für eine Ideen haben wir da? Ich frage dann auch, was kann er, was für eine Bewegung hin dabei aufhalten. Und dann haben wir dann die Bewegungen, die am Boden stattfinden, an die an der Luft stattfinden, haben wir mit nicht verbunden, übergehend Gesicht von oben nach unten. Hopp, 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 ach stopp, nein, hier an, hopp, hopp. Hopp, ah, stopp! Also, was mir wichtig ist, ist, dass Kanner hier ihren Körper entdecken an diesem Kurhai. Die ich mir gucken auch all die verschiedenen Körperdele, wann ich meine Hände bewege, wie können meine Hände meine ganze Körper in Bewegung bringen. Oder wie bringe ich, wenn ich mit meinem Face bewege. Wie kann ich überhaupt mit meinem Face bewegen? Und in welche Richtung kann ich mit meinem Face bewegen? Aber mein Face bewegen, wie bewege ich dann mein Bein mit, und dann mein Rücken mit, und mein Bauch mit? Und von da aus geht Bewegung vielleicht an den Kopf. Es geht am Anfang darum, mit einer kleinen Idee, immer den ganzen Körper in Bewegung zu bringen und dann noch zu gucken, ah, wenn ich das da umgedreht mache, wie wäre dann die Bewegung? Und so haben wir immer ein Thema, wie eben gerade gesagt habe, hey, ja, Dave, das kann man hat noch mit der Haie Klasse breit, auch schmul, schon geschafft. Es können auch Themen, große Klänge, also wir schaffen bei den Klängen ganz viel mit Kontrast, aber bei den großen geht es dann ein bisschen mehr komplex am Chor. Andi geht spazieren. Wir beginnen da, in der Weh. Fängt da den Pipelik. Und dann ist natürlich auch immer ganz flott, wenn man gegen die Halschen vom Joa oder so fängt man auch an, eine Choreografie zu schaffen. Natürlich, wir lehren einen Tanz mit dem Gruppe von Kanner, wo man auch zum Schluss vom Joa dann auch wirklich so einen heilomeren Tanz, wo man das, was man das Jahr gelehrt hat, kriegt eine Form, kriegt, wo die Idee von den Kanner mit angeflossen sind oder auch Sachen, die ich natürlich mitbringe, wo die Kanner da lehren. Und dann hat ihn halt gefehlt, um am ganzen Jahr etwas geschafft zu haben, wo er noch kann präsentieren kann, hast du ein Spektakel oder hast du doch so, dass die Eltern da schon gucken kommen, je nachdem, wie dann ist das Jahr. Wir so konstruieren wir auch einerseits über ganz freie Bewegung, auf der anderen Seite, an dem wir etwas anstudieren, kommen wir zu engem Tanz, wo all die Erfahrungen von dem Jahr mit drin sind. Also nicht den anderen, Eddie? Bis nächste Woche.